So, jetzt ist es scharf. Wohin wollen wir denn? Nach Hause. Offroad. Union 2.0, yo. Back again. In the same car. Like, last time. Always because it's the only car we have. Yeah, a car is expensive. Yes, I know that. Shitter. Wie war das mit dem Fang nicht mit Englisch an? Wo war's denn? Was? Achso, ist ja auch ein Grünfall. Entschuldigen Sie. Ist das jetzt auch nicht? Ja, wenn ich schon fucking 12 Stunden bis hier hochfahre, dann will ich auch hier irgendwie wen Maximum an Zeit haben, dass ich an einem Tag wieder fahre. Wärst du mit einem normalen Bus gefahren, wärst du ja auch keine 12 Stunden gefahren. Hä? Was? Ja, ein Nachtbus ist doch in der Regel länger, vor allem, dass du nur umsteigen musst. Gibt's doch bestimmt noch normale Bus. Ja, schau. Keine Ahnung, das, was für sich, es hat halt irgendwie funktioniert. Haha! Nee. Freitag, Bitches! Alles ist overexposed oder underexposed vielmehr. Also der Hintergrund ist overexposed und er ist underexposed. Das ist aber immer noch besser, als wenn das wieder so weird überbelichtet ist. Also das sieht Bild sieht besser aus, aber es passt so weird überbelichtet. Ja. Weiß ich nicht, ich fand das auch nicht. Aber gut, das halt, Problem haben auch andere. Das ist mir auch mal aufgefallen, so, als ich mal drauf geachtet habe. Das stimmt. Die Welt steht vor einem Problem. Overexposing und underexposing. Du bist zum Beispiel jetzt ja unterbelichtet. Deine Mutter ist unterbelichtet. Und jetzt sind wir wieder bei sowas angekommen. Hier, guck mal, du schmeckt dein Salat. Das ist original Kreuzer. Mhm. Ich muss aber sagen, der war mal besser. Okay. Also ich hab ihn besser in Erinnerung. Wie man vielleicht gemerkt hat, jetzt sind wir bei KFC. Ja. Bei Colonel Sanders. Und ja, mal was anderes. Ich teste mal hier deine Pommes. Schöne Sofas. Multipolster. Das ist ein komischer Parkplatz. Drückst drauf, psch, willst die Hände drunter machen? Nope. Ja, du musst gleichzeitig draufdrücken, während du die Hände wäschst. Das ist sehr sinnlos. Ja, da ist die eine Hand ja nicht zum Waschen da. Aber ich fand das kleine Waschbecken für die Kids halt cool. Das war halt einfach kleiner. Kinder. Wollten wir uns nicht noch vielleicht Nachtisch kriegen? Was Süßes? Alter, wir kaufen jetzt ein. Fucking voll. Ja, du? Wir kaufen jetzt ein. Dann, ja. Die Enttäuschung ist groß. Ja, was bin ich denn? Ovo oder was? Von der Straße. Ja, Ovo. Jetzt halt das Ding fest. Ich habe keine Kontrolle. Das ist zu viel. I can't take it anymore. Ja. Also, ich muss nämlich einen Fass hier nochmal zurückgehen und den Wagen. Da hast du einen. Ach, halt die Klappe. Da muss ein Spasti zurück. So, jetzt guck mal, Kraftakt. Er hebt es hoch. Ah, nee, hier, vergiss deinen Stuff nicht. Multivitamin-Set. Ob ich das hier alles nur so aus der Hüfte schieße, ohne zu schauen, wo ich eigentlich hindeute, aber ich glaube, es ist gut. Wie ist mir das denn jetzt im Blut? Da schau, alles erledigt sich von alleine. Das ist die Kammer. Sehr gut. Hektopascal? Jetzt ist er weg. Auf ewig verschollen. Jetzt fahren wir einfach. Scheiße, er ist wieder da. Sind die Menschen heute beim Einkaufen alle so freundlich? Das ist Hannover. Das ist schon weird genug. Aber es sind mehr Leute, so verteilt sich die Weirdness. Ja. Was sollte das jetzt? Jetzt haben wir einen coolen Shot. Es hat sich nicht in einem Moment ergeben. Was hat dieser Schlafsack mit einem coolen Shot zu tun? Nein, ich wollte, dass er... Ging nicht um ich habe ihm extra die Tür aufgemacht, damit er sich so cool mit der Kamera direkt ins Auto setzt.
aber das hat er nicht verpeilt. Wenn dafür ist jetzt so ein weirder Schnitt oder so. Nein, da, er hat es natürlich verpeilt, deswegen war es nicht mehr im einen Shot. Das war jetzt scheiße. Shots! Die Hood inspizieren. Der Kühlschrank ist ja fucking leer. Voll der coole Balkon. Das ist einfach nur leer allein. Das ist no excuse. Normalerweise hat man irgendwas, was man kauft und so schnell nicht irgendwie leer. Ich habe auch voll den leeren Kühlschrank. Ihr seid zu zweit. Hey, bei ihm ist immer was drin. Das Problem ist, die Hälfte davon ist schon abgelaufen. Ja, die Hälfte davon ist schon abgelaufen oder sie lässt sich nicht kombinieren. Aber das ist einfach genau, nur leer. Wir waren einkaufen. Lass den Kühlschrank nicht so lange offen. Für das Union Vlog. Ja. Ja. Union Vlog. Unicorn, nein, Union Volume 2. Look at my horse. My horse is amazing. Give it a pick. Oh, that was fail. Wie kann man nur so hart verkaufen? Das war doch das ist sogar. Oh, das war so offensichtlich, dass. Don't be so clumsy, silly. Das schmeckt echt scheiße, das von Krumm. I told you, but there was nothing else. Wieso habt ihr dann das von Krumm? Da waren doch lauter. Die waren alle alkoholfrei oder irgendwelche Milch. Du hast doch nichts Trinken. Gesagt! Ja, ich dachte, ich kann euch vertrauen. Egal. Ja, wie immer. Let's the hood, wir haben Stuff vor. Genau, und Ich will irgendwas trinken. Ja. Style, ich bräuchte so einen ekligen 5 Liter Plastikkarton, der immer aussieht, wie als wäre es von irgendeiner Hilfsorganisation oder so. Keine Ahnung, irgendwann nicht gesehen. So eine Galone. Ja, weil die haben auch Gallon. Nichts draufgedruckt. Irgendwie. Das sind einfach nur so Plastik. Kartoffeln. Doch, da sind so Kühe drauf gemalt. Die gibt's aber in. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ist die schlecht? Nein, die ist ihm so richtig ins Face reingelaufen. Also, er wollte so richtig geil trinken. Ich dachte, die Milch wäre abgelaufen. Nimm ihn auch von der Seite! Oh, wir haben ein Thumbnail oder so, ich weiß nicht. Warum? Warum hast du das gemacht? Trink, Schluck, Bitch! Er kommt nicht auf sein Leben, klar. Alter, lass die Spüle, wenn du mir hier in deinen Kopf. Oh, er hat was verloren, da. Du Pisser, Mann. Jetzt ist es im Boden. Da geht man nicht mal hin. Quer. Oh Gott! Deswegen hast du die Fähigkeit verloren zu schlucken. Wenn ich das out of context schneide, ist das jetzt echt weird. Ja, das hab ich auch gedacht, weil du gesagt hast, Thumbnail. Dann wollte ich sagen, eigentlich, ich habe nicht erwartet, dass die Milch so schnell gekommen kommt, aber dann wäre das auch viel milder gewesen. So schnell. Ja, that's what she said, aber totally. Oh, was ist mit euch los? Ah, oh, wo ist mein Handtuch? In deinem Koffer. Ja, ich weiß, in meine Xbox gewickelt. Ich habe Halo Wurst tatsächlich noch mitgenommen hier. Ah, das habe ich auch. Ich habe eine Decke. It's a madhouse! A madhouse! Okay, sowas habe ich nicht. Ich habe aber die Steckerleisten, die geforderten, für unser krasses Super-Setup. Okay, sowas habe ich auch nicht. Ich habe ein Xbox-Netzteilkabel, ohne noch ohne Netzteil. Ich habe ein Hemd, weil ich immer Hemden dabei habe. Hemd hast du überhaupt auch? Ich habe eine Strickjacke. Nehme ich auch. Für Occasions, falls mir die andere Jacke sehr wahrscheinlich, was ich schon gemerkt habe, zu warm ist. Aber es trotzdem kühl wird abends oder so. Wie eine Strecke. Echt, ich zieh dann einfach mein Hemd aus. Achso, da ist noch was drunter. Okay. Surprise, Motherfucker! Egal, auf jeden Fall. So. Und hier die Fat Surprise in dem Handtuch. Meine zerkratzte Xbox One. Toll. Das sind meine drei T-Shirts hier. Toll, T-Shirts. Ich bin leider nicht so Calvin klein wie viele andere. Oh. Calvin groß? So, hier habe ich noch eine kurze Hose, hier so seitlich so rein. Hier unten sind die Socken perfekt aufgewickelt, dass die Socken, da so Chemie, zusammen auch mit Bavarian Lifestyle. Und dann, da oben ist mein Controller und meine
mein Netzteil. Ja, und hier drunter ist natürlich dann die Box. Ja. So, schau mal, hier ist mein Kabel gedünst. Das hatte ich viel ordentlicher aufgewickelt. Das ist in der Fahrt, das war vorher sehr ordentlich. Ja, das würde ich jetzt auch behaupten. Kabel. Das zeigt mir wieder, wie fest mein Setup hier ist. Aber, also, dann haben wir noch Kameras. Ist ja nochmal extra so secured gewesen mit so Riemen, dass die Xbox nicht verwackelt und Zeug und... Kameras. Kommt zu sehr drüber wie Nerds. Du stehst da und machst da sein. Was. Ich hab ja seit neuestem auch eine Brille. Und jetzt kommt der Hipster. Nerdig und Hipster. Oh mein Gott. Damn, son, where'd you find this? Scheiße, Mann. Oh, die ist noch voller Milch. Warum Milch? Hab ich sitze aber immer am liebsten in der Ecke der Couch, weil da kann man sich am besten zurücklehnen. Natürlich, das... Wie nah hast du rangezoomt, das ist die Frage. Die Brille, oh Mann. Ey. Previous Audio Device, ja, später. Habe ich hier natürlich das aktuelle Playlist-Gepöbel. Gerade in Produktion. Ja. Wow. Das ist unfucking schon mal so einen kleinen Teaser geben? Ja, ich habe bisher nichts geschnitten. Ich hab wow. Das ist nicht schlecht. Perfekt! Wieso? Wir haben dir natürlich ein bisschen Sonne. Oh yeah! Ihr seid so scheiße! Mach mal. Alarm! Alarm! Diese Pisse brauche ich hier nicht! Wer ist denn hier Salty, hä? Das ist wenigstens für Mr. Salt. Und das hier ist nur Marke. Da steht sogar noch Mr. Salt drauf, ja. Könnte ich aber echt gut gebrauchen, ne? Bisschen Salt ist immer gewollt. Oh Gott. Ah, was soll ich dazu sagen? Danke, meine lieben Freunde, ihr seid scheiße. Ja, ja. Darauf ein Prost mit diesem markenfreien Bier. Welches ist jetzt welches? Ja. Wir waren gerade dabei und haben ein wenig über Sekten geredet. Ich bin Teil einer. Ich schleppe gerne Wipesen ab. Alter, das wird auf jeden Fall das wird reingeschnitten. Wir haben hier so ein bisschen Setup-Shit am Start. Wir haben jetzt drei Konsolen. Ja. Und wir haben eine Runde Game Beats gespielt. Ja. Teaser, obwohl, wer weiß, obwohl Versus wird ewig im Schnitt sein. Teaser. Shit. Alter, wegen deinem scheiß Milchinferno bist du alles voll gepisst. Jemand eine Banane? Ja. Es ist Obst im Haus. Es ist Obst im Haus. Und mehr als das werdet ihr hier nicht finden. Doch, du hast ja noch so einen grünen Strauch am Fenster. Da steht hier, es ist Obst im Haus. Was ist denn das Obst? Auch Bananen? Es ist Obst. Ja, dann lass uns hier mal chillen, würde ich sagen. Hey, guck mal, wir spielen seit über 45 Minuten dieses Match Halo Wars. Und das sind... Insofern einmal fokussiert hier. Setzt mir mal einer bitte eine Heilung. Ja, kannst du den Nachrichtenfeed nochmal zeigen, den er jetzt hat? Wir haben hier ein Match, das geht eine Dreiviertelstunde und wie auch immer es auf Fortin ist, wird gebunkert. Also frage ich, ob sie denn so amüsiert sind, da rumzusitzen. Er checkt noch nicht mal, wer ich bin. Er hat noch nicht mal gecheckt, dass ich mit ihm im selben Match bin. Sage ihm, ich sei Anders und er sagt es nicht. Do I know you? Schreib ihm einfach bitte Pressback. Pressback. Schreib ihm einfach Pressback. Bitte. Es ist... Dann fragt er, was ist back? Who is back? Do I know? Back. I don't know. Back. Where back. Are you coming from? Und dann schreibst du einfach, I'll be back. I'll be back. Aber das Witzige ist, immer wenn er Nachrichten schreibt, hängt mit mir das Game. Guck. Ich kann das Game für alle pausieren. Tatsache. Wenn er gleich aufhört, musst du mal gucken, dann geht's nämlich bei mir wieder weiter. Weißt du, wenn das bei denen auch ist, dann mache ich das auch einfach. Dann können die nichts mehr machen. Jetzt geh auf den Menü nochmal aus, oder?
Nee. Faszinierend, ne? Faszinierend. Alter, was mache ich jetzt? Ja, komm, fuck. Holy shit. Oh, jetzt geht's. Wenn wir nicht spielen dürfen, dürft ihr es nicht. Tja. Short Recap vom Game. Scheiße. Bullshit. Aha. Totaler Bullshit, das war unglaublich langweilig. Also ich mache jetzt das hier, aber wir zensieren das dann so schlecht, dass man nicht erkennt, was es ist, obwohl jeder weiß, was es ist. Warum machst du das denn zum Zuschauer? Die können da, gar nichts dafür. Da! Fuck you! So, und ich wechsle jetzt hier mal zum manuellen Fokus, das ist ja schlimm. Ja, das ist... Manuel ist doch eigentlich hier. Gott, wie... Oh. Was die für... Er schreibt mir jetzt. Ich bin gespannt. Jetzt freut er sich aber. Oh ja. Du! Schreibt er. Schreibt Biobauer zurück, bitte. Das wird er nicht verstehen. Um das für den Zuschauer zu erklären. Er hat 3 Fragezeichen zurückgeschrieben. Ja. Wenn man bei Android Noob eingibt, schlägt die Autokorrektur Biobauern vor. Weil was auch sonst? Ist ja ein bisschen zu hell alles. Dummer Scheißdreck. Da wollte ich schreiben Skyrim und er hat es, wolltest du Wladimir verbessern? Es ist einfach nur, aber hey. Ja, Skyrim kann ich ja noch verstehen, dass er das Wort nicht kennt. Ja? Also, was ich halt viel wahnsinniger finde. Wladimir, ja, das die Herleitung macht gar keinen Sinn. Es ist nicht mal irgendwie ansatzweise in der Nähe oder ähnlich. Na. Hätte ich auch kein Problem mit. Ja. Was ist denn mit dir? Es war so unnötig, dieser Satz. Es war unnötig. Es war eine Stunde verschwendete Zeit. Durchgehend habe ich so Halo Wars gesehen und dachte mir, boah, jetzt hast du aber Bock auf einen richtigen Sinn. So mit richtigen. Na. Und du liegst da wie so eine Larve. Ich wollte eigentlich Fotostellung machen und dann habe ich mir gedacht, lässt du lieber. Das ist leer. Kann ich dir auch nicht empfehlen, Halo, das ist so medium. Wenn bei der Produktion dieses Spiels Sklaven gestorben sind, dann sind sie keine gute Sache. Metro 2033. Oh Mann, jetzt wird es aber ein bisschen vergessen. Don't be vegan. Eat meat. Eat flesh. Flesh. And from all of us here, I'd like to wish you happy painting and God bless, my friend.